Weiter geht es mit Auto, Auto. Ja, wie gesagt, wir sind die Gruppe um das Auto, Auto. Das steht auch hier drauf. Ja, ich bin Christoph, das ist Elias und das ist Liam. Und zwar geht's bei unserem Produkt halt generell darum, dass wir ein autonom fahrendes Auto halt entwerfen wollten. Und ja, das ist dann dabei rausgekommen. Ja, ich bin Elias, komme aus Güstrow von der Ecolea und ja. Ja, mein Name ist Liam, ich komme aus Wismar. Ja, jetzt ist also der Teil, wo jeder erzählt, was er gemacht hat. Also, ich habe diese Platine mit einem Aufseher gelötet. Ja, da haben wir den... Ja, in die Kamera halten. Da haben wir den Ultraschallsensor vorne angeschlossen, festgelötet und verkabelt mit dem Arduino, der da gerade in der Seite drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man den so gut sehen kann, aber dort ist er auf jeden Fall. Dann haben wir auch noch die Motorschaltung raufgelötet. Zwei Transistoren wurden dabei zerstört. Dann mussten wir die nochmal rauslöten und nochmal neu reinfügen. Das war sehr anstrengend. Und ja, ich gebe mal das Mikro weiter. Wir wollten das als erstes mit einem 3D-Programm halt ausdrucken alles. Und dann haben wir das nachher mit dem Laser-Cutter gemacht. Und dann habe ich über Nacht halt Fusion 360 gelernt. Denn alles modelliert und am Ende haben wir es gar nicht gebraucht. Außer für hinten da diese Kugel, also da ist der Aufsatz noch, von wo wir es nachher dann doch abgemacht haben, weil die Kugel nicht sehr rund wäre und zum Industrieprodukt gewechselt haben. Und ich habe das Ganze zusammengebaut mit Christoph. Und ich habe, wie Elias gesagt hat, das mit zusammengebaut. Und unter anderem habe ich auch hier diese meisten von diesen Teilen, wie diese Wände, und hier sind so auch so Zwischenstücke, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, und so, und den Boden und so, das habe ich eigentlich alles entworfen in einem 2D-Programm und das haben wir dann zu dem Lasercutter geschickt und der hat das dann ausgeschnitten aus so Holzplatten beziehungsweise hier aus Acryl. Und dann haben wir hier halt noch mit diesem Lasercutter das eingraviert. Auto, Auto, so heißt das ja. Das steht zum Beispiel auch auf diesen Karten. Ich habe meine gerade nicht um. In die Kamera halten einmal. Ja, halt mal. Da ist das auch zum Beispiel so eingraviert. Das haben wir gedacht, das wäre ja ganz lustig, wenn das auch auf unserem Auto draufsteht. Ja, das war eigentlich alles. Ja. Euer Beifall, Auto, Auto. Dankeschön, es bereitet sich vor die Trashfinder. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr das erst als 3D-Modell modelliert habt? Und dann habt ihr euch nochmal umentschieden, das mit dem Lasercutter zu machen. Wie ist das gekommen? Also es wurde halt gesagt, also wir wussten schon, dass es lange dauert, aber dann hat es doch noch länger gedauert, als wir dachten. Und dann war das halt mit dem Lasercutter und das wäre halt viel schneller gegangen. Und deswegen haben wir es auch gemacht. Wie lange? Du hast gesagt, du hast es in der Nacht. In der Nacht hast du das gelernt und modelliert. Und warst du nicht müde am nächsten Tag? Nein. Man hat's gesehen. Okay, wer von euch hat seine Mate-Marken noch, seine Koffein-Marken? Trinkst du? Okay, betretene Schweigen. Dankeschön, Auto, Auto.